Dann kuschle ich mich mal zu dir, an Claire. Okay. Willst du die jetzt schon? Willst du die nicht erstmal abnehmen? Doch. Hi, mein Name ist Jill und Anne-Claire, hey! Hallo, mein Name ist Anne-Claire. Ah, ihr kennt mich schon. Aber schön, dass du wieder da bist. Also ich glaube, den Leuten hast du gefallen. Die mochten dich. Ja, hoffentlich. Das war mein Eindruck. Wirklich, ja. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Oder was sagt ihr? Anne-Claire ist doch, ist spitze. Du bist spitze. Okay, das gefällt mir. Nee, du warst wirklich, das war toll mit dir, das Video zu machen. Ich bin immer noch begeistert. Ich zehre immer noch von dem ersten Video mit dir. Dann bin ich auf das zweite gespannt. Ja, genau, das zweite Video. Und zwar haben wir uns mal überlegt. Was hat er da vorbereitet? Das ist das? Du schläfst jetzt eine Runde. Ich werde dich hypnotisieren dann werde ich gewisse Dinge machen. Es klingelt immer noch. Die sind ziemlich aggressiv, musst du wissen, die Postboten. Oder? Ja, total. Ja. Ich erkläre ganz kurz, worum es heute geht. Und zwar haben wir uns ja mal überlegt, ob man den Unterschied zwischen Designer- und Nischendüften blind herausriechen kann. Uff. Blind, ohne überhaupt den Flakon zu sehen, gar nichts. Du hast einfach nur den Geruch. Anne-Claire, du ziehst jetzt diese wunderschöne Maske an. Meine Nase funktioniert und verrät mich nicht. So. Das ist sehr spannend. Bist du aufgeregt? Also du lebst, ja, ich bin sehr aufgeregt. Oh, das ist gut, weil dann bist du geschärft. Deine Sinne sind geschärft. So. Ja, tatsächlich. Wir fangen jetzt mal an. Jetzt sagst du mir, ob dieser Duft ein Designer- oder ein Nischenduft ist. So. Dankeschön. Oh, das ist schwierig. Und wenn er was in dir auslöst, sag es auch. Also für mich ist das ein Nischenduft. Nischenduft? Sag mir wenigstens, ob es richtig oder falsch ist. Falsch? Falsch. Na, siehst du. Du kannst die Maske kurz hochziehen, wenn du möchtest. Das ist Jean-Paul Gaultier. Und zwar Le Mal Le Parfum. Siehst du, er erinnert mich, also so viele Nischendüfte haben jetzt diese Richtung. Das ist schwer, weil das ist ein hervorragender Duft. Das ist einer der ganz wenigen Designerdüfte, die ich beim ersten Mal sprühen, wo ich direkt gesagt habe, phänomenal. Das ist meiner Meinung nach der beste Le Male Duft überhaupt. Was hatte ich dir das letzte, wir haben uns schon mehrmals über Düfte unterhalten. Welcher Duft, hatte ich gesagt, geht in die Richtung von Jean-Paul Gaultier? Das war nicht Scandal. Nee. Ein Nischenduft, der in die Richtung geht. Keine Ahnung. Aber gefällt dir gut? Finde ich super. Super. Finde ich super. Lavendel, sehr, Vanille, bisschen Iris, wirklich sehr weich, zart und hochwertig. Qualität, Nische. Also, erster Fail. Ich bin streng. So. Gib mir irgendeinen Tipp, so ein Schoß oder sowas. Tipps gibt es hier nicht. Das ist der nächste Duft. Ja. So, hier. Was haben wir hier? Designer oder Nische? Oh Gott. Das ist so schwierig, Jill. Also ich würde auch sagen Nische. Richtig. Ist Nische. Himbeer, Kirsche, Vanille ist ein Traum. Ich liebe den Duft. Ist das irgendwas von Serjoff? Fast. Magst du mal schauen? Oder Initio. Das Greenleaf von Parfum de Mali. Sehr gut. Ja. Richtig, 1-1. Sehr, sehr gut. So, den hast du erraten. So, der nächste. Richtig falsch. Nee, ist doch besser mit der. Ist doch besser? Okay. Ja, so kann ich mich besser auf den Duft konzentrieren. So. Also danke, weil den Greenlee hatte ich noch nicht gerochen. Das ist der nächste. Also das ist jetzt gemacht. Oh, du bist richtig gierig, das gefällt mir. Das mag ich. Hier. Nee, nicht nischig. Was? Designerduft, obwohl es falsch ist. Ich höre es. Was ist das? Jetzt kannst du öffnen. Der Musk Therapy. Der riecht aber super designermäßig, oder? Ja. Total, total. Das war das Erste, was ich auch dachte, wie designermäßig das riecht. Total krass, oder? Ultra gefällig. Und ich kenne den Duft. Das riecht nach Pfirsich, Moschus und Pfirsich. Mm. Finde ich für Initio-Duft... Ungewöhnlich. Zu einfach. Ist ungewöhnlich. Zu einfach. Die haben normalerweise mehr Power oder ich bin da nicht
beeindruckt. Darf ich das sagen? Das darfst du, natürlich, klar. Da hätte ich wirklich auf Masse getippt. Auf Masse, sorry. Ja. Ich bin ein Fan von Initio-Düfte normalerweise. Aber Musk's Therapy darf nicht zu kompliziert sein, auch vom Namen her. Also es passt. Ja, falsch. So, falsch. Ach, zwei falsch. Ein zwei richtig. Falsch. Okay, jetzt kommt der nächste. Und ich war extrem direkt, ne? So. Designer. Richtig. Das ist ein Dior. Mach mal die Augen auf. Das ist Valentino Romo Intense, aber der riecht wie der Dior. Der hat diese Möhrennote. Ja, das Iris drin. Ja. Aber hast du sofort erkannt. Ja. Man kennt die DNA, aber die ist hochwertig. Sehr schön, also... 2-2. Nicht so komplex. Die Designer-Düfte sind nicht so komplex. Vielleicht. Nächster. Ja. Der hat aber was von Dior Homme, oder? Diese Vanille. Von Dior Homme Intense, genau, finde ich. Aber Dior Homme Intense sind auch sehr ähnlich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das ist schwierig. Oh, nee, das weiß ich. Also da drin gibt es Iso et Super. Wow. Das ist diese Note, die den Erfolg von Eccentric Molecule gewährleistet hat. Ganz im Hintergrund. Deswegen hätte ich erstmal auf Nischen getippt. Aber dann schon Nische. Ich gebe dir keinen Tipp. Ich bin hart. Ja. Ich bin hart. gib was. Du bist auch am Zögern, oder? Und du bist dann, nicht 100% und dann richtig. So Nelke oder diese Zahnarzt... Note, also würzig, aromatisch und im Hintergrund Iso et Super, das sind eher so Nischennoten, eher komplex. Also was sagst du, Nische, Designer? Nische? Entscheide dich. Nische? Nische. So. Ah Gott. Aber es ist auch schwer, weil das ist ein sehr besonderer Designerduft, der ist unglaublich toll. Der ist sehr speziell, sehr unique. Prada Black. Danke, ich entdecke so viele Düfte. Danke dir. Sehr gerne. Hat mich auch sofort überzeugt. Einer der besten Designer-Düfte überhaupt, die man kaufen kann. Ja, wenn du die besten nimmst, dann ist es umso schwieriger. So, Zwischenstand 3-2 aktuell. Ja. Weiter geht's? Ja, geht's weiter. Warum habe ich nicht gesagt? Du warst am Zögern. Prada Black und Le Male. Aber danke, weil, also Leute, das ist ein sehr, sehr interessanter Weg, Düfte zu entdecken. Und ich weiß, das wäre jetzt komisch, wenn man in eine Parfümerie geht und so rumläuft. Aber da hat man... Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Blind durch eine Nische. Ist das Initio Rehab? Boah, das ist ja der totale Knaller. Falsch? Nein! Der wird mit dem verglichen. Als du das gesagt hast, dachte ich, was für eine gute Nase hast du. Ja, was für eine aber gute nicht Nase direkt. Also ich habe erstmal gezögert. Ich liebe Rehab. Und was man so direkt kriegt, ja, das, meine Frisur wird dann kaputt. Siehst immer noch phänomenal aus. Ja, klar. Aber Rehab ist ein bisschen runder. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Beim nächsten Obwohl, Mal. Obwohl, der kommt mehr nach. Aber die sind sehr ähnlich. 4-2. Anclair, es geht weiter. Können wir das nicht umgehen? Ey, vielleicht können wir das anders machen. So, der nächste Duft. Gott, ich hab Angst, Jill. Du machst mir dann Nein, keine Angst haben. Ich bin da. Ich bin für dich da. Okay. Ich helfe dir zwar nicht weiter, aber ich bin da. Das ist der nächste. Ja. Das ist irgendwie auch ein Beweis, dass die beiden sich so kennen. Ne? Oh, das ist ein Oud-Duft. Oud. Sehr animalisch, Leder, rauchig, kaffeeartig. Also so ein Oud-Duft soll Nische sein. Ich sage Nische. Nische, öffne deine Augen. Ah, Halleluja. Ja, das ist Schokolade. Ja. Also ja, eine dunkle Bitterschokolade. Ja. Richtig geil, auch zum Layern. Ja. Wenn du einen Vanilleduft hast und dann hast du den noch mit dabei, phänomenal. Mhm. Aber ist schon sehr nischig vom Charakter her. Ja. Ne? Hast du direkt erkannt. Das ist Acro, das ist die neue Kollektion von Oliver Cresp. Genau, exakt. Mhm. Sehr schön. Aber sehr, sehr oudlastig. Ich finde ihn animalisch. Ja, die sind alle sehr animalisch, die Düfte von Acro. Also wie viel? So, jetzt? Wir sind gibt's bei 4-3. Ach, du kannst es noch schaffen. Nee, also 100% kann ich nicht mehr schaffen. Der nächste Duft, den ich für dich habe. Ja, du bist gierig. Wie gesagt, ich mag das. Behalte dir diese Gier bei. Ja. Aber ich halte ihn erstmal noch in die Kamera. Dankeschön. Designer.
Da musst du lachen. Ach nee. Vielleicht will ich dich auch nur auf die falsche Fährte führen. Also sehr gefällig, total. Nicht so komplex. Also entweder ein Initio-Duft. Du wolltest dir mehr Zeit lassen, hast du gesagt. Was denkst du? Designer-Nische. Hast du eine Tendenz? Jetzt würde ich eher auf Nische tippen. Hm? Ganz am Anfang die Gefälligkeit, den Volumen, die Kopfnoten. Aber jetzt kommt die Pfirsich langsam. Jetzt würde ich auf Nische tippen. Okay. Ach, Argento. Unglaublich gefällig. Hätte ich noch weiter gerochen, hätte ich das mit einem Herbapura in die Richtung. Ja, hier sind fruchtige Noten mit dabei. Ananas, es ist frisch, zitrisch und halt süß. Würzig, wie viele Sergeoff-Düfte. Also wirklich ein toller Start auch in die Welt von der hochwertigen Nischendüfte. Ja, genau. Also, ein toller Start für Nischeneinsteiger. 4-4, du kannst es noch schaffen. So. Nee, du musst es ja erstmal zeigen. Stimmt. Danke. Siehst du, dafür habe ich dich, Anclair. Das ist jetzt der nächste Duft. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich auch. Wedel, schüttel. Was? Also der ist ein bisschen zurückhaltender. Habe ich ihn im ersten Moment sehr gut bekommen. Aber jetzt entflieht er. Ich suche den, der spielt Versteck. Der versteckt sich vor dir? Boah. Ja, ich würde sagen Nische. Nische. Schon mal gerochen? Was fragst du da? Das ist eine Falle. Na klar. Ich denke schon. Kommt er dir bekannt vor, diese Duft-DNA? Warte. Man muss sagen, das war Anclair, Baccarat Rouge. Augen auf. Halleluja. Halleluja, erkannt. Nische. Ja, klar. Der ist im Vergleich zu den anderen, der ist nicht so süß. Der ist so, also ich habe den nicht direkt begriffen. Aber dann ist es schon gekommen. So. Ach, sorry. Nochmal? Nochmal. Also sieht aktuell gut für dich aus. So. Wir machen das nächste Mal umgekehrt. Mit feminin oder maskulin wäre auch interessant. So, jetzt will ich überlegen, was ich noch nehme für dich. Okay. Das ist komisch, weil ganz am Anfang habe ich den ganz stark bekommen in der Nase und dann nicht mehr. Der war irgendwie nicht mehr da. Und am Anfang ist der mir sehr, sehr, sehr bekannt vorgekommen und dann habe ich den wieder gesucht, den Baccarat Rouge. So, bitteschön. Da würde ich auch so spontan eher Nische sagen. Der ist überhaupt nicht süß. Kenne ich das? Ist ein bekannter Duft, eigentlich. Also relativ bekannt. Von der Marke her einer der bekanntesten. Der hat so vom Geschlecht her würzige, salzige Note. Wo würdest du den einstufen? Vom Geschlecht her? Männer. Männer und Nische. Okay, Augen auf. Was ist das denn? Ah ja, klar. Schon mal gerochen? Portrait of a Lady? Ich habe den noch nie gerochen, tatsächlich. Hm. Und ich habe so oft von dem gehört. Also überall wird drüber geschwärmt und... Ja, aber einfach. Die Rose hätte ich... Also es soll eine schöne Rose sein, ja, ne? Ja, genau. Die Rose hätte ich nicht direkt gehabt. Wie gesagt, würzig Safran vielleicht. Aber Nische, also ja. Das war schon komplex. 6-4. Du hast ultra aufgeholt. Mit Luft nach oben gestartet, ja, aber am genau. Ende alles abgeräumt. Sehr gut. Ist es fertig? Ja, hast du 6-4. Ah, danke. Ja, 6-4. Das war um 10. Ja. Ich war schon in meine Welt, aber ich möchte noch. Es ist, Leute... So ist es wirklich ein sehr, sehr interessanter Weg, Düfte kennenzulernen. Für Düfte, die ich schon kannte, habe ich neue Facetten irgendwie bekommen. Und für diejenigen, die ich nicht kannte, ich muss sagen, den hat mir ganz besonders gefallen. Der Argento. Ja, der Argento und den da. Also die waren wirklich für meine Nase so blind. Haben einen starken Eindruck gemacht. Sehr positiv. Schön, schön. Also du weißt, ne, Sergeoff und Parfum de Mali gehören zu meinen, ja, mit Lieblingshäusern. Die wissen, was sie tun. Ne? Kann man das so sagen? Ja. Die wissen, was sie tun. Ja, klar. Die waren am gefälligsten, außer den Designer. Aber geil, dass du hier Rehab. Aber ja. Wirklich, wie ähnlich die sich sind. Ja. Und bei Valentino habe ich was noch gekriegt? Dion, ja. Dann kennst du meine Nase. Ja, aber du hast eine fantastische Nase, weil du sie wirklich erkannt hast. Ich habe sie ja schwer gemacht. Ja. Ich hätte es dir wirklich viel einfacher machen können, aber ich habe es dir schwer gemacht. Ja, so den merke ich auch. Tolle Qualität. Ja. Ich war voll. Sehr beeindruckt. Total. Für mich fast so mit der beste Designer, aber auch der Prada. Das sind richtig geile Designerdüfte. Ja. Man glaubt es gar nicht, ne, dass das Designerdüfte sind. Nee, lohnt sich. Anclair, nochmal, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Bitteschön. Du hast
hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hoffe, wir machen es nicht andersherum, weil ich bin mir sicher, dass ich keine 6 von 10 hast du erraten. Also, 6 von 10. Dass ich keine 6 von 10 erraten werde. Aber es ist total interessant. Was wir machen, wir müssen unbedingt uns mal vor einer Parfümerie treffen, Augenbinde, ja, und dann gehen wir mal blind rein. Von den Mitarbeitern, die führen uns dann. Genau. Wollen wir irgendeine Pose machen, wie du manchmal machst am Ende? Hast du ein Finish? Irgendwas Interessantes? Ein Finish? Also diese Schulter? Sport? Ich verstecke aktuell meinen Bizeps noch so ein wenig. So, warum? Vielleicht noch nicht genug? Oder noch nicht genug. Was soll ich zu meinen sagen? Ja, ich habe nichts. Okay. Ganz kleine Arme. Vielleicht ziehe ich mal die Maske an. Okay. Machen ganz express. Okay, ich nehme die alle. Okay. Und du sagst mir, was das war. Ich mische dich. Ganz schnell. So, sehr interessant. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Das ist Mask Therapy. Ja, aber magst du, also... Am Anfang war ich total überrascht, weil das ist kein... Steht also nicht dir super Style. Gut, die Maske. Dankeschön. Ja. Oh Gott, das ist schwer. Ist da überhaupt ein Duft drauf? Oh mein Gott, ey, wie schwer das ist. Also da kriegst du keinen Punkt von mir. 1-1. Jetzt habe ich die Chance, mich eventuell zu retten. So rum, oder? Ja. Das müsste Greenlee sein. Ja. 2-1. Was war denn der zweite? Der ist einfach. Okay, das ist Dark von Acro. Ja. Fertig? Okay. Fertig. Du willst nicht bis zum Ende? Nee, ich traue mich nicht. Okay. Ich traue mich, das reicht. Okay. Nochmal vielen Dank, bitte dass schön. Du das gemacht hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Anke, du kommst wieder. Hoffentlich. Vielleicht. Mal gucken, wie die Likes sind. Wenn ihr Anclaire wiedersehen wollt, wie viel Daumen muss das Video nach oben bekommen? Wenn ihr 150 Daumen nach oben macht, kommt Anclaire wieder. Ist das ein Deal? Vielleicht zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum nächsten Mal.